Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wollen wir uns nochmal mit Materials beschäftigen. Es gibt viel zu Materials zu sagen, aber wir wollen uns heute vor allem mit dem Bump Mapping oder wie man es wirklich nennt, also in Unreal Sprache nennt sich das ganze Ding Bump Mapping, während man normalerweise eigentlich eher von Parallax Mapping spricht. Und das ist genau dieser Effekt hier eigentlich, sieht diese Wand hier schön dreidimensional aus, also wenn man direkt davor steht, würde man nicht denken, dass das wirklich nur eine zweidimensionale Wand ist, man würde denken, hier gibt es wirklich für jeden einzelnen dieser Blöcke einen separaten Stein. Wir wissen es aber mittlerweile besser, wir kennen ja mittlerweile Normal Mapping, wenn ich jetzt hier ganz, ganz nah dran gehe, dann sehen wir, das ist tatsächlich einfach nichts weiter als flach draufgelegtes Material. Vielleicht kann man sogar noch ein bisschen besser sehen. So, ja, einfach nur flaches Material und eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Und einer der Tricks, damit es so schön dreidimensional aussieht, ist das sogenannte Bump Mapping. Also wir kennen natürlich das normale Mapping, da haben wir natürlich auch schon drüber gesprochen, aber wir haben über das Bump Mapping noch nicht wirklich selber gesprochen. Heute wollen wir uns eben ein neues Material bauen, das genau dieses Bump Mapping Prinzip benutzt. Bump Material, sowas in die Richtung. So, wir öffnen das Ganze wieder mal und ja, jetzt ziehen wir es wieder mal klein, logischerweise, denn wir müssen hier Texturen reinziehen, müssen in diesem Fenster aber gleichzeitig auch noch arbeiten. Okay, so, wir gehen wieder mal in unseren Starter-Content und hier drin finden wir natürlich wie jedes Mal auch dieses wunderschöne Texturending. Und ein kleines Wort zu Texturen, was ich vielleicht schon mal gesagt habe, aber was ich nicht oft genug sagen kann. Texturen sind wirklich nichts weiter als Photoshop oder GIMP oder sonst irgendwas erstellte Dateien, also wirklich einfach nur stinknormale Bilder. Wenn ihr nach Texture oder Textur oder sowas googelt, dann findet ihr auch unglaublich viele tolle Texturen, die ihr benutzen könnt. Aber Achtung, wenn ihr euer Game irgendwann mal kommerziell macht, das heißt, wenn ihr Geld damit verdient, dann müsst ihr eine Lizenz für Texturen, für Models und so weiter und so fort haben. Und da muss man wirklich vorsichtig sein. So, Texturen für aber normale Wände sind ein Klacks zum Erstellen oder ein Klacks zu bekommen, sage ich jetzt mal, weil es wirklich einfach nur quadratische Bilder sind, die man dann natürlich einfach hier reinziehen kann. So, wir ziehen jetzt also einfach mal diese Bilder hier rein, quadratische, wunderschöne Texturbilder und wir ziehen das nach oben und das brauche ich ganz, nein, das da brauche ich ganz unten und das hier hätte ich ganz gerne in der Mitte, wunderschön. So, und was das jetzt für uns alles macht, ist, wir haben natürlich schon mehrfach mit Texturen und Materials gearbeitet. Wir bauen uns also hier einfach aus unserem Textursample ganz normal hier die Base Color. Also wirklich nichts Besonderes. Und jetzt können wir hier natürlich auch sagen, okay, diese Textur ist logischerweise nicht so gedacht, dass man sie einfach so anguckt. So sieht keine Wand aus, die aus Backstein oder sowas besteht. Sondern die ist irgendwie kodiert. Und die Kodierung von diesem Ding ist, die roten Werte geben die Roughness wieder. Wir sehen es hier, wobei ich schreibe mal vielleicht auf das hier um. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Wir sehen es jetzt hier oben. Hier ist so eine kleine Spiegelung. Ich mache das nochmal kurz raus, dann sehen wir den Unterschied. So, und diese Spiegelung ist jetzt hier total weißlich. Und wenn ich jetzt hier das Ding reinziehe in Roughness, dann sagen wir, okay, jeder einzelne Pixel dieser Dinger hier, also der Rot Kanal von jedem einzelnen Pixel, also der Rotanteil von jedem Pixel hier, der gibt mir an, wie rough das Teil ist. Und wir sehen hier, es ist schon ein kleiner Unterschied. Es sieht so ein bisschen fleckig aus, wenn wir eine Textur benutzen. Sieht irgendwie geil aus, wie wenn wir es normal machen. Aber wir haben natürlich immer noch nicht diesen 3D-Effekt. Es sieht immer noch leicht matschig und einfach flach draufgeklatscht aus. Und der Grünkanal in dieser Textur, der Blaukanal und der Grauwertkanal wurden nicht verwendet. Aber der Grünkanal, der ist tatsächlich für Ambient Occlusion hier zuständig. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool. Wir sehen es jetzt hier ganz leicht vielleicht. Ich mache nochmal kurz raus, damit man den Unterschied sehen kann. So, also man, es ist wirklich sehr, sehr gering, weil halt diese grünen Flecken sind eigentlich überall ziemlich gleich. Außer eben an den, ups, das war zu tief, außer an den Ritzen hier, da sind sie nicht so gleich. Das heißt, die Ritzen unterscheiden sich leicht von dem normalen. Aber uns fällt es als Mensch eigentlich gar nicht auf, weil wir es so gewohnt sind. Es sieht einfach richtig aus für uns. So, und jetzt zu der Textur hier unten, das haben wir natürlich eigentlich auch schon gemacht, die ist für Normalen zuständig und die Normalen sind so kodiert, habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, blau, also tiefblau zeigt einfach direkt nach oben, also wenn wir hier quasi nur blau haben, zeigt die Normale ganz normal nach oben, das heißt, wir haben hier dieselbe Fläche oder den Eindruck derselben Fläche, das sollte der Mehrteil, die große Anzahl an Normalen sollte eigentlich, oder große Anzahl an Pixeln, sollte eigentlich eine ganz normale Normale haben. Ha, Wortwitz, die senkrecht nach oben zeigt.
damit eben der Eindruck entsteht, okay, das Material oder die Fläche, auf dem das Material ist, die ist schon so zumindest grob da. Also es ist schon eine Wand, aber wir können natürlich auch einzelne Normalen, also die stehen immer rechtwinklig normalerweise auf die Fläche. Und wenn wir jetzt sagen, einzelne Normalen, zum Beispiel genau da, wo die Bricks in Fugen übergehen, sagen wir, okay, hier gibt es ein kleines bisschen einen Abstieg. Das heißt, die normale, also das Senkrechte auf der Fläche, ist nicht nach oben zu mir jetzt gerade, oder ich mache es vielleicht hier dran, die normale ist so senkrecht nach oben. Aber an der Fuge hier haben wir eine normale, die zeigt so und so, weil hier das Material sozusagen abknickt. Das heißt, immer rechtwinklig auf diesem abgeknickten Knick, das ist unsere normale. Und das zeigt eben dieser Blauwert an. Wir sehen hier, manche sind auch echt rot und die bedeuten dann, okay, die ist ziemlich stark abgeknickt. So, und dadurch kommen eben diese Fugen hier zustande. Je stärker sie eben abgeknickt sind, desto anders da ist halt die normale hier und desto unblauer ist die normale. Dadurch kommen diese wunderbaren Fugen hier zustande. Jetzt haben wir aber immer noch kein Bumpmapping verwendet und das wollen wir hier machen. Bumpmapping ist was ihr einfach auf eure Texturen vorne drauf addieren könnt, nicht addieren, aber halt den UV, also da, wo es anfängt, sagt ihr mit Bumpmapping. Bump Offset heißt das, was wir hier suchen. So, wir ziehen das Bump Offset hier rein und jetzt können wir hier einfach verbinden. Das ist ein UV, das ist ein UV und wir sehen, es gibt Fehler. Keine Sorge, werden wir gleich beheben. So, warum gibt es hier einen Fehler? Hier unten steht übrigens die Fehlernachricht Missing Hate Input. Das wird definitiv benötigt. Wir können es nicht einfach so starten. Was wir hier aber als Hate Input benutzen können, ist einfach die stinknormale Textur und zwar den Grauwert davon. Denn Hate Mapping ist sozusagen, Hate Mapping wird gemacht über den Grauwert. Das heißt, einfach ganz normal, je grauer der Wert ist, je dunkler der Wert ist, desto, wir sehen es hier schon wieder. Und ja, wenn man ganz nah ran sucht, das ist nicht so geil. Aber wir sollten, glaube ich, auch nicht so nah rangehen. Aber wir sehen hier, es hat schon diesen Effekt drin, den man eigentlich haben möchte. Klar, so nah gehen wir eigentlich an kein Material ran. Kann aber trotzdem mal passieren. Deswegen verzieht uns die Kamera hier so. Aber ich glaube, an unserem Cube wird es noch ein bisschen eindeutiger. So, und wir sehen jetzt hier, es sieht schon besser aus. Dadurch, dass wir eben hier dieses Bump-Mapping draufgelegt haben. Gut. Und ja, wenn wir das jetzt einfach mal raufziehen auf einen Cube zum Beispiel. Haben wir noch irgendwo einen Cube rumfahren? Na komm, zieh dich. Nein, haben wir gerade nicht. Dann bauen wir uns einfach einen neuen Cube. So. Und den können wir uns dann ja aus der Nähe angucken. Einfach mal. Okay, gut. Wir müssen es natürlich noch saven. Mach ein bisschen hinkommen. Sorry, dass mein Rechner irgendwie hier gerade so langsam ist. Ich weiß nicht, meine Festplatte stirbt, glaube ich, gerade. Und Windows liegt nicht auf der SSD bei mir, weil ich gesagt habe, Windows bekommt keine SSD. Und ich arbeite hier tatsächlich über Windows. So, jetzt sehen wir hier, wie dieser Cube aussieht. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Nur ein bisschen Licht fehlt ihm noch. Und das liegt daran, dass wir Licht noch nicht neu kompiliert haben. Sollte ich vielleicht mal machen. Build Lighting Only. Dauert jetzt natürlich auch wieder für euch ein bisschen, tut mir leid, ihr könnt es einfach kurz überspringen. Normalerweise durch Lighting bekommt man ja erst Schatten und durch Schatten wird erst alles so ein bisschen dreidimensional. Ohne Schatten ist alles nicht dreidimensional, was ein bisschen seltsam aussieht dann. Deswegen brauchen wir hier Lighting. Komm jetzt. Okay. Jetzt baut er gerade und gleich haben wir es dann. Gut, in der Zeit gehen wir nochmal kurz in das Material zurück. Was wir hier natürlich auch noch gemacht haben, ist, wir haben dieselbe Textur wieder benutzt wie bei dem normalen Sample hier. Das heißt, eigentlich ist die Farbe hier wichtig gewesen, aber wir sagen, okay, aus dem Grauwert können wir auch noch ein bisschen Informationen rausziehen und den ins Bump Offset reinstecken. Ihr könnt hier auch ganz gerne mal nach den Einstellungen gucken, und zwar die Hate Ratio ist bei 0,05. Wir können auch gleich mal gucken, was da passiert, wenn wir die ein bisschen stärker machen oder ein bisschen schwächer machen. Ah ja, jetzt leuchtet das Ganze auch ein bisschen rot. Und wir sehen hier, dass wir eigentlich nicht so viel sehen. Wir sehen aber hier diese schwarzen Ränder und alles. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das Rote kommt natürlich durch die Spiegelung vom Boden. Dürfte klar sein. So. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Hate Ratio hochsetze auf 0,5. Und wir speichern das und gucken es uns einfach mal kurz an. Und dann müssten wir eigentlich einen ordentlichen Unterschied sehen.
Ja, okay, das war viel zu viel. Wir sehen es hier, es ist alles ein bisschen verzogen. Also 0,5 ist einfach viel zu feste. Gut, okay, war ein schlechtes Beispiel. Wir machen ein bisschen weniger wieder. Wir sagen vielleicht 0,1, das müsste man auch gut sehen können. Wir machen das jetzt hier mal in dem Editor. Und ja, hier sehen wir, was eben genau dieses Bumpmapping ist. Hier sieht man diese abgestuften Kanten. Sowas ähnliches wie Tessellation eigentlich. Wahrscheinlich bringen mich jetzt ein paar Informatiker um. Das ist eigentlich nicht ähnlich wie Tessellation. Aber ja, man sieht den Effekt immer noch ganz gut. Aber lang nicht mehr so stark, während wenn man ihn auf 0,1 oder sowas stellt, dann ist er schon echt heftig. Gut, das war's von meiner Seite. Und ja, wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.